Den würde ich gerne töten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da ist die optionale Quest, die man. Eliminiere den Offizier vom Scharfschützennest aus. Ah, okay, dann muss ich da hoch. Kein Problem. Schaffe ich irgendwie. Dass man Leichen nicht wegräumen kann, ist ein bisschen blöd. Toter Mann! Und still. Oder kann man Leichen wegräumen? Ich glaube nicht. Doch! Leiche aufheben! Ach du Scheiße! Leiche werfen ist natürlich Wahnsinn. So, dann nehme ich den auch noch schnell. Dann lege ich den einfach mal hier in den... hier in den Buschen. Wusste ich ja nicht, dass ich da jetzt... die auch verstecken kann. Ich meine, ist mir nicht neu, kenne ich von vielen anderen Spielen auch, aber bei dem Spiel war es mir jetzt doch schon neu. Ging jetzt von mir aus gesehen. So, mal gucken. Wie weit man da in die Ferne gucken kann, 137 Meter, da schaffe ich nicht ihn zu... Ah, shit. Zu markieren. Noch den Typen erledigen. Ich kann das fast nicht in die Luft sprengen, weil es lockt ja nur Feinde an. Und ich will ja so leise wie möglich durchgehen. Ja, ich weiß, ich bin so eher der Schleichertyp. Ja, kann man aber nichts machen. So bin ich halt einfach. So, schön vorsichtig. Eine Falle würde mir Rückendeckung geben. Eine Falle. Also. Habe ich Dynamit? Yeah. Eine mächtige Sprenger kann mittels Scharfschützenwehr ferngezündet werden. Ich lege es. Ich weiß nicht, ob ich es von dort aus dann erreichen werde. Ich lege es einfach mal hier ab. Merkt eh keiner. Sind die mehrere? Ist nur einer. Tritt gegen oder schieß auf einen Generator für Geräuschmaskierung. Okay. Scheiße. Kann ich dagegen treffen? Offiziere haben einen schärferen Blick als das Fußvolk. Ah, deswegen. Deswegen haben mich die gehört. So, dann warte ich mal. Dann werden sie jetzt einfach laufen. Auf und weniger Gegner, also Gegner werden hier. Nun nicht ganz sicher, wie ich das Ganze hier angehe. Ah, Scheiße. So, einer mal weniger. Ich meine, so ein kleines Geräusch kann jetzt auch keiner. Der fällt, glaube ich, sogar ins Wasser, das wäre ganz praktisch. Den Schwimmunterricht kann er sich sparen. Yay! So. Ich werde einfach mal den Offizier jetzt einfach töten. Wachsam bleiben! Das reicht normalerweise, dass ich den jetzt mal töte. Komm schon. Jawohl.
und ein Headshot, wie auch was auch sonst, ne? Wir spielen einen Scharfschützen. Das war Kopfdecke, knapp rasiert. So, optional. Meldung unnötig. Gut, ich werde jetzt einfach mal alle hier erledigen. Sonst wird das nämlich, sonst komme ich hier niemals weg und da auch niemals runter. Ja, den kann ich nicht erledigen. Das mit den Fallen hatten wir auch. Scheiße. Doch die Klappe. So, mein Limit nehme ich mir mal wieder. So, den Jungen. Schlepp ich mal hier weg. Das Geile. Schwitzt ein wenig, ne? Das Geile ist ja auch Meldung unnötig. Für was, wenn... Ah, da unten liegt nur eine Leiche. Das muss ich jetzt nicht... Muss nicht gemeldet werden. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt. Da liegt noch ein Sniper. Scheiße, das ging ja voll daneben. Jetzt da war. Ich dachte schon. Das hätte echt schief gehen können. Ich sehe, dass da noch einer unten ist. Oder? Ich erschieße einfach mal den. Zack! Und weg ist er. Ist noch einer. Dann wirst du auch gleich sterben, mein Lieber. Kurz warten. Das ist halt Geräusch machen. Ich finde es cool, dass man auch jetzt in dem Teil jetzt dieses Geräusch-Feature ein bisschen mehr nutzen kann. Bei den anderen Teilen konnte man das ja eigentlich nicht so. Konnte man das eigentlich nicht ganz so gut, sage ich jetzt mal, benutzen. Da war es halt nur bei den vorgesehenen. Der war ja. Könnte gefährlich werden, der Junge. Ah, da liegt der eine. Ne? Ich bin in der Nähe, das heißt, ich könnte ihn von hier aus könnte ich ihn erledigen. Tag das mal dahin. Das, den Typ. Ja, den könnte ich erledigen. Zigaretten sind schädlich, mein Junge. Siehst du? Geht ins Auge.
kleine Pistole wieder auspacken. Und dann schleichen wir mal wieder durch die Gegend. Mit dem Auto hätte man, glaube ich, auch irgendetwas machen können. Ich dachte eigentlich, der hat den Typen gesehen, den ich da vorne umgeschossen habe, aber anscheinend hat er ihn nicht gesehen. Habe ich anscheinend recht platziert, ne? Weil ich mich frage, ob nicht hier beim Offizier ging doch auch einer seine. Das war jetzt nicht nur beim ersten, sondern bei dem auch. Landmine sind in die Antifahrzeuge gefallen. Platziere sie auf ihren Strecken, um sie auszuschalten. Guck mal, ob der was bei sich hat, was ich brauchen kann. Ja! Anwerbungskampagne. Ich bin froh, dass Valens Lakai andere Außenposten mit seiner Gegenwart beglückt. Wann immer ich ihn sehen muss, verlieren wir noch mehr Männer aufgrund sinnloser Befehle aus Berlin. Ja, im zweiten Teil... Nein, Moment. Im ersten... Also, ja, im zweiten Teil waren wir grundsätzlich nur in Berlin, ne? Da waren wir ja nur in Berlin. Shit, ich kann ihn nicht markieren. So. Das markiert. Jetzt gucke ich mal, wo er geht. Geht da lang. Nein, komm schon, Junge. Alter, einer lebt noch. Der könnte ja Alarm schlagen und wirklich alle, also jeden alarmieren. Komm schon, das geht sich aus. Das geht sich aus. So. Das war's. Hast du was für mich? Hm? Nö. Nur Zeug, dass ich sowieso... Passt dir gut dazu, muss ich schon zugeben. So, wo können wir jetzt noch hinlatschen? Wir könnten hier durchgehen, da wären wir hier versteckt. Das wäre sehr praktisch eigentlich. Ich glaube, man muss sowieso einmal so die Runde gehen, ne? Ja, das heißt, dahin. Schade, dass man es nicht markieren kann, sage ich jetzt mal. Wo man hingehen möchte ungefähr. Man sieht ja nur die ungefähre Richtung. Da vorne ist auch einer, den muss ich aber jetzt nicht unbedingt töten. Ich sehe zwar nicht genau, wo er ist, aber wird mir halt zumindest auf der Karte angezeigt. So, den lege ich mal. Huch! Dort wollte ich dann auch nicht wieder sein. So, ist das jetzt richtig hier? Ja, das ist richtig. Ich hoffe, hier bewacht das keiner. Ich denke mir schon ganze Zeit, seit der ersten Mission, was ist denn das bitte für ein Kreuz da unten links? Ja? Also hier unten, ne? Warte. Ja, das kann ich jetzt nicht hinzeigen, aber... gib ich schon die ganze Zeit, was ist das bitte für ein Kreuz? Jetzt komme ich gerade drauf, ja, das ist eigentlich ja die Health-Anzeige, ne? Das angezeigt wird, dass das Health, das Leben ist. So, 155 Meter könnte ich eigentlich töten, aber der steht wahrscheinlich in einem... so einem beschissenen... Zelt? Das geht dann wahrscheinlich nicht. Oder man muss ihn wahrscheinlich von hinten, also mit Schleichangriff töten. Was auch ein bisschen schwierig ist. Da steht einer, da ist ein Turm. Eieiei. Okay. Gut. Würde ich sagen, erledigen wir den noch schnell. Wow, da
jemand kommt. So. Still. So, mal gucken, was, ob er was hat. Okay, dann nehme ich ihn mal und lege ihn einfach hier. Da sieht ihn wahrscheinlich eh niemand. So. Kann ich jetzt zumindest mal abchecken, was hier für Leute rumlaufen? Also nur einer? Suchscheinwerfer muss weg. Oh. Da ist noch ein Auto, sehe ich gerade. Ich könnte wahrscheinlich das da in die Luft springen. Wo ist denn das andere Auto? Das kann ich sicher... So... Da oben einer ist, weiß ich eh, das Auto interessiert mich eher weniger. Das ist aber nicht mein Ziel, ne? Ne, nicht wirklich. Ich traue mich aber fast gar nicht, den da unten zu erschießen. Oh, hoppla. Was war denn jetzt schon wieder los? Ich hoffe, da steht keiner. Ah, das geht sogar durch die Wirbelsäulen normalerweise noch durch, der Schuss. Diese Leichen aus dem Weg. Oh. Zeit, den Standort zu wechseln.